Hallo, hallo, hallo zu einem neuen Auto-Fritz-Video. Etwas unrasiert, aber ich habe zurzeit echt viel zu tun durch die Corona-Krise. Habe viele Fragen von meinen Kunden, die ich beantworten muss. Und ich habe aber wieder etwas aus meinem lustigen Ordner. Das ist auch gar nicht so wenig heute diesmal. Ein recht langes Gedicht. Aber ich denke, es wird euch Freude machen. Wie ein Ruf aus Donnerhall schallt es um den Erdenball. So geht's los. Wenn dir übrigens meine Gedichte gefallen, dann Kanal abonnieren, Glocke einschalten, dass du nichts mehr verpasst und natürlich gerne weiter teilen und ja, Kommentare hinterlassen. Also, weiter geht's. Wie ein Ruf aus Donnerhall schallt es um den Erdenball. Wir feiern heute den 40. Geburtstag, was für eine Freude. Die ganze Welt hat nachgedacht, wie man dem Otto eine Freude macht. Australien sowie Afrika, Nord- und Südamerika, Europa, Asien und so weiter, alle spendeten froh und heiter. Das erste schöne Festpräsent kommt vom schwarzen Kontinent. Man schickt von dort mit liebem Gruß diese echte Kokosnuss. Die Schweiz überlegte kreuz und quer, eine Volksabstimmung musste her, was kam heraus? Viel ist es nicht gerade, eine ganze Tafel Schokolade. Schweden, fern im hohen Norden, ist auch aufmerksam geworden. Es bittet dich deshalb zu Tisch mit einer Dose edlen Fisch. Spanien, von der Sonne viel beschienen, beteiligt sich mit reifen Clementinen. Auch Ägypten wollte nicht ruhen und irgendetwas für dich tun. Darauf brachte man zum Postversand eine Tüte Wüstensand. Brasilien feiert seinen berühmten Karneval und lässt dich grüßen tausendmal. Es wünscht dir Glück auf allen Wegen mit diesem tollen Konfetti-Regen. Sogar die frühere DDR, wo das Leben war besonders schwer, schickt ein Geschenk von Dauer, ein echtes Stück Berliner Mauer. Bis jetzt bist du noch nicht da gewesen, im fernen Osten bei den Chinesen. Auch sie grüßen dich heute ganz heiß und schicken dir einen Beutel Reis. Italien, was meist lebt vom Pumpen, lässt sich diesmal auch nicht lumpen. Es schickt dir frei und franco eine Flasche Bianco. Papst Johannes Paul II. Vom Vatikan, der leider heute nicht persönlich kommen kann, sendet dir der Gnade wegen geweihtes Wasser und seinen göttlichen Segen. Kann man voll spritzen. Selbst Frankreich hat dich nicht vergessen. Hier liebt man ja das gute Essen. Mit dem Klang der Masanese überreicht man dir diesen edlen Schimmelkäse. Auch die Regierung von Australien schickt dir Gaben in Form von Naturalien. Statt Hände schütteln und küssen, lässt man mit dieser Kiwi grüßen. Der Ministerpräsident aus dem Polenland meldet sich auch als Gratulant. Nein, nein, nicht, dass du denkst, geklaute Autos. Nein, zu deiner Jubelfeier schickt er frische polnische Hühnereier. Im fernen Westen baut man da eine Menge an. Es ist gut fürs Herz und frischen Atem. Doch möchte ich dazu heute nicht raten. Es hilft auch noch bei anderen Übeln, für dich ein paar frische Knoblauchzwiebeln. Die Holländer, wie mir schien, sind dir auch nicht besonders grün. Warum, das werden wir heute nicht verraten. Sie schicken dir aber dafür ein paar frische Tomaten. Deine Freunde aus Österreich, deinen Freunden aus Österreich fiel die Wahl auch nicht so leicht. Sie entschieden sich statt Sachertorte für Mozartkugeln von der besten Sorte. Die Stadt Stuttgart gibt bekannt, dass sie dich als Ehrenbürger hat ernannt. Obwohl der Altar wird immer schmaler, überreicht man dir die Ehrentaler. Dann habe ich mich an Berlin gewandt, an unser einig Vaterland. Die Kanzlerin schreibt ganz exklusiv: Hör bitte hier aus diesem Brief. Lieber Otto,
mach nur so heiter, aber noch weiter. Hast du dann erst die 100 voll, finde ich das natürlich auch ganz toll. Dann komme ich ganz persönlich vorbei, deine Angela Merkel aus der Bundeskanzlei. Okay, das war mal ein längeres Gedicht zum Geburtstag, wie ich finde, sehr vielseitig. Man kann gut etwas dabei überreichen. Okay, das war's für dieses Video. Ich nehme wahrscheinlich gleich noch eins auf, was ich dann die nächsten Tage auch mal hochladen werde. Auf alle Fälle gerne den Kanal abonnieren, Kommentar hinterlassen, Glocke einschalten und dann bis zum nächsten Video, dein Autofritz. Ciao, ciao. Jetzt müssen wir noch finden, wie man es hier ausschaltet.